Hier irgendwo in der Mitte war ein richtig bigger. Ich glaube, der ist es. Ich geh nochmal kurz gucken. Der da, guck mal. Jo, der ist er auf jeden Fall. Also wenn wir den kriegen, der ist es auf jeden Fall. Aber wir müssen halt kriegen. Das ist, kann halt jetzt ein bisschen zufällig bedacht sein. Mal gucken. Aber es läuft eigentlich ganz gut. Na, als Erwachsener kriegt man die Silberschuppe und als Kind bekommt man normalerweise einen Herzteil. So, 10 Pfund. Jetzt, größer geht's nicht. Als Erwachsener war der größte, was ich gefangen habe, 20 Pfund. Das war ein richtig dicker Oschi. Ich denke, das war der Preis als großer Link wieder. Okay. Das ist der kleine Preis für Rekordbrechen. Ah, okay. Aber das hier ist jetzt noch einer, oder? Wir gucken mal. Wow! Das ist richtig fetter. 10 Pfund, Junge. Ah, okay, da ist er. Geil. Da haben wir den Brief. Achso, die Angel müssen wir abgeben. Sorry. Genau. Goldschuppe. Sorry. Chris hat natürlich recht. Vanilla ist das normale Item. Belohnung, was du im normalen Spiel bekommst. Genau. Sorry, wenn ich manchmal irgendwas überlesen sollte. Schreibt es dann einfach nochmal, weil manchmal bin ich gerade ins Spiel vertieft und krieg nicht alles mit. Zack! Mann, der hält auch so viel aus. Unglaublich. Ich darf nicht ans Original denken. Nee. Es ist alles anders hier. Möglicherweise ist alles anders. Möglicherweise ist auch genau. Was? Okay. Was zur Hölle? Was passiert denn hier? Ey, du hast deinen Geldbeutel, glaube ich, offen gelassen. Mein Kleiner. Naja, du bekämpfst die... Was? Daisy? Garnon hat 10 Millionen Lebenspunkte. Achso. Ja, das kann sein. Okay. Ja, danke für nix. Stelle ich mir gerne eine Reihe schwierig vor zu spielen, gleichzeitig im Chat zu lesen und nebenbei reden. Ja, manchmal ist man überfordert. Deswegen passieren halt manchmal auch so Dinge, die halt beim normalen Spielen nicht passieren würden. Ja? Weil, wenn du normal spielst, du redest nicht, du konzentrierst dich aufs Game, ist halt doch immer nochmal ein bisschen anders, wenn man an sich so schon redet. Und wenn man nebenbei dann nochmal ein Auge so auf den Chat wirft, dann ist es so, als ob du da so ein Dauerschielen machst, ne? So ein Auge auf den Bildschirm, ein Auge auf den Bildschirm und dann sitzt du da so da, schielst mit beiden Augen, redest dann so, wirres Zeug und dann, ja, bist du ganz schnell in der Klapse. Was ist mit dir eigentlich passiert? Weißt du auch nicht so recht, gell? Der Grabstein ist auf jeden Fall weg. Das ist wohl seine Rente, die er einfach rumliegen lässt. Du bekämpfst die Spinne da mit einem Dolch. Natürlich haben die viel, halten viel aus. Ja, das stimmt natürlich. Aber man muss halt dazu sagen, im normalen Vanilla-Game geht's auch schneller. So, meint er, wir kriegen hier eine Skulti? Jetzt, wenn es Nacht wird. Wir gucken mal kurz. Dann bist du ganz schnell in der Klapse, ja. Oh! Aber wollt ihr, dass ich drehe, wenn ich meine Strafe breche, dass ich dann nochmal drehe? Ist das eine richtige Strafe oder meint ihr eher, ich sollte dann was anderes haben? Hier ist keine Skuldi, ne? Hm.
Beim letzten Mal hast du uns einen Zungenbrecher erzählt. Stream jedes Mal um 5 Minuten verlängern. Das heißt, Plan 21 Uhr. Das heißt, wir machen jetzt bis 21.05 Uhr. Wenn ich meine Strafe breche. Das ist für euch eine gebührende Strafe, wenn ich meine Strafe nicht einhalte. Wo ist die Skuldi? Okay, dann muss einer zählen auf jeden Fall. Einer muss zählen. Ich weiß nicht, wo die Skuldi ist. Ich hab sie. Die ist bestimmt auf dem Dach oben, oder? Ich wüsste zumindest nicht, wo sie sonst ist. Verlängerung für Strafdrehen sind gut. Naja, wer weiß, wie oft ich die Strafe noch breche. Aber wisst ihr was? Die Tsuna hat vorhin ja gesehen, dass ich die Schultertaste benutzt habe, ne? Da machen wir schon 10 Minuten draus. Da will ich auch fair bleiben. Um jetzt mal ehrlich zu sein, ist das jetzt auch keine wirkliche Strafe für mich, aber wenn euch das gut tut, gerne, machen wir das so. Ein Geheimnis verraten, was wir noch nicht von dir kennen. Frag doch was. Dann frag doch was. Warte mal, ich will jetzt auf den Stein da hüpfen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Du. Ein Geheimnis von mir erzählen, was... Au, Link! Kleine Gehirnschütterung, würde ich... Gehirnerschütterung, würde ich sagen. Das war aber knapp. Wie alt bist du? 27 bin ich. Ich bin 27 Jahre jung oder alt. Je nachdem, wie man das gerne sehen möchte. Schau mal, ob du im Kukiridorf nach Fische bekommst, die kein Vermögen kosten. Die Soros haben leider Inflation. Das war knapp. So als Strafe, meine ich. Ja, aber ich wüsste halt nicht, was ich euch erzählen soll, genau. Jedes Mal so eine... Das wird nichts, ne? Okay, warte. Nein! 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 Da waren Zwacken dabei. Fufis! What? Na. Ah, das ist ja richtig dumm. Ich werde Dienstag 24. Yay. Hä? Warum kriegt man da so viel Geld? Wie krank ist das denn? Oder andersrum. Hä? Aber du bezahlst 10 Rubine und kriegst einen Puffi? Das ist ja schon mit... Da würde ich öfter tauchen, würde ich sagen. Rollsprung und Sprungangriff fürs Herz. Das Blöde ist, Chris, wenn ich hier runter jumpe, macht der immer so einen Dive. Da kann ich keinen Sprungangriff mehr machen. Ich habe es eben auch schon versucht, Sprungangriff zu machen, aber der geht nicht in den Sprungangriff über. Leider. Okay. Gib mir mal den Brief ab, würde ich sagen. Du. So, bitteschön. Rüber mit dir. Ich dachte schon, der backt zurück. Rückwärtssaldo? Ich glaube, mit dem Rückwärtssaldo springe ich nicht weiter. Das weiß ich nicht. Ich kann es mit einem Seilensprung runterspringen. Das können wir nochmal versuchen. Auch die Kiste da hinten. Wie soll ich an dem Dicken hier vorbeikommen? Ha? Wie soll ich an die vorbeikommen? Ich glaube, da brauche ich einen Enterhaken. Bei einem Rollsprung dürfte es aber nicht der Fall sein. Na, ich bin, hab doch aber eben auch einen Rollsprung gemacht. Die Sache ist halt... Ich spreche halt mit der. Wenn ich A drück. Nein.
shit. Bei der Szene beim ersten Mal spielen habe ich mich geringelt vor Lachen. Ha. Man könnte später mit den Hoverboots theoretisch auf die Position laufen. Das wäre jetzt noch eine Idee, die ich hätte. Dann wäre aber beides für den Erwachsenen-Link. Ich gucke mal trotzdem kurz bei Lord Yabu Yabu vorbei. Einfach so. Boomerang, ja, können wir mal versuchen. Ich weiß aber nicht, ob damit ein Herzteil zu holen geht. Ja, wollen wir die Kiste aufmachen? Komm, wir haben... Wenn es Geld ist, dann ist es halt so... Bomben. Okay. Ist halt erwachsen, nicht alles gefroren. Ja, aber das Herzteil sollte ja trotzdem da bleiben, oder meint er nicht? Genau, bei Lord Yabu Yabu, gibt es noch eine große Fee. Was sind das für Gitter hier? Ich glaube, man kann sich normalerweise da irgendwie reinbacken, ha? Und damit das nicht geht, haben die wahrscheinlich diese Gitter dahin gemacht. Da sind Bäume auf dem Baum. Interessant. Da gucken wir doch gleich mal hin. Wo ist er? Hä? Wo ist die Skuldi? Da. Kann ich da hintauchen? Sehr umweltfreundliches Spiel, ja. So, das war das. Ist hier auch noch eine drin? Nee. Ach, scheiße! Mann! Stimmt. Verbraucher-Item? Hallo? Die Jury hat gesprochen. Ja. Mensch. Ja, dann kann ich auch die Höhle jetzt nicht betreten. Weil dann Bombe halt, ne? Hä? Dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück. 3x5. Okay, ich muss jetzt aufpassen. Yay, Lady Makoros dreht das Rad. Finde ich gut. Dankeschön. Okay, warte. Dann nutze ich mal schnell die Chance und werfe mal ein paar Bomben dahin. Obwohl, wir müssen ja sowieso wiederkommen. Können wir auch später noch machen. Ich brauche erstmal einen Fisch. Ja, ich kann zwar in die Höhle, aber ich brauche ja trotzdem einen Fisch. Und Chris hat jetzt schon als Tipp gegeben, wir könnten mal bei den Kokiris vorbeigucken, ob die Fisch haben. Dann machen wir das auf jeden Fall. Weil für 222 Rubine kann ich mir keinen Fisch leisten. Also ich könnte nicht mal, wenn ich so viel Geld hätte, weil einfach in meine Tasche passt nicht so viel rein. Jeder kennt das Problem, ne? Wir haben alle eigentlich viel zu viel Geld, aber wir haben einfach nicht diese Taschen, wo das Geld reinpassen würde. Ja, alle haben dieses Problem. Man kennt's. Man kennt es einfach. Oh. Hi, Jungs. Ja, setz dich wieder hin. Leider gibt es hier kein Bankkonto, ja. Leider nicht. Hi. Es gibt auch zwei Drehs, wenn jemand will. Also hier gibt es auch keine Fische. Kann man hier welche fangen vielleicht einfach? Gibt es hier einen Fisch?
Ne, beim Teich ist leider auch nichts drin, wenn ich das jetzt... Ah doch, warte mal. Klar. Das ist uns doch schon aufgefallen am Anfang des Spiels, dass hier Fische sind, ne? Stimmt. Muss ich jetzt mal meine gute Milch verbrauchen. Kennt ihr Domtendo? Klar. Wollte mal fragen, gibt es von Majora's Mask auch so etwas wie Goldquest? Weiß ich gar nicht. Weiß das jemand von euch? So, wir haben einen Fisch. Das heißt, wir können auf jeden Fall in den Dungeon rein. Das ist doch schon mal viel wert, oder? Warte mal, stimmt. Die Flasche mit dem Brief ist weg. Hä? What? Wo ist sie hin? Das ist schlecht. Scheiße. Der König, der hat unsere Flasche geklaut, Leute. Er hat die einfach gemobst. Rückst du nicht wieder, Junge. So. Dein Glück dauert nur kurz. Also Eva, ich würde noch einen Moment warten mit deinem Dreh, weil wir gehen ja gleich in den Dungeon rein. Nur so als Tipp für dich, weil sonst ist dein Dreh gleich wieder weg, falls es was Gutes ist. Ansonsten kannst du ja danach immer noch drehen. Die Flasche mit dem Brief haben wir uns nur eingebildet. Die gab es nie. Es war nur ein Brief. Er nimmt Geld anderer Leute und gibt vorher, es wäre sein eigenes. Wieso nimmt er Geld anderer Leute? Wie meinst du das? Es nervt mich, dass dieses Herzteil da ist, ne? Und ich es nicht holen kann. Es nervt mich so. Mann. Achso, habe ich doch gar nicht gefragt. Sound und so weiter passt ganz gut, oder? Oder gibt es irgendwas, was lauter, leiser sein könnte? Dann gerne mal schreiben. So. Wir machen erstmal den Dungeon auf, würde ich sagen. Obwohl, nee, dann gehen wir ja direkt rein. Ich gehe nochmal schnell zur großen Fee. Herzteil. Ich bin hier, aber du kriegst mich nicht. Eine Vatermu-Flasche. Eine Vatermu-Flasche. So. Haben wir denn hier eine Skuldi? Leider nicht. Lag das nur bei mir immer wieder heute? Okay. Bei mir ist alles gut. Okay, sehr schön. Bei mir passt alles. Bei mir lag das bisher nicht. Sehr schön. So, normalerweise würden wir jetzt den Teleporter bekommen. Ach, wir haben auch den Feuerentferner übrigens. Das ist auch sehr geil. Bei mir läuft alles. Perfekt. In Majora's Mask verliert man immer das Geld und Verbrauchsitems, wenn man die Zeit zurückdreht. Aber man kann vorher Geld am Tag zum... was? Vorher Geld am Tag 3 zum Beispiel zur Bank bringen und es dann an Tag 1 wieder abheben. So, meinst du das? Ja, ich weiß nicht. Das Geld bleibt halt irgendwie gespeichert, aber ich weiß halt nicht warum. Meinst du, der hebt einfach von anderen Leuten das Geld ab? Das Laderad dreht sich sehr oft heute bei mir. Okay. Aber vielleicht liegt es bei dir am Internet irgendwie, weil wenn die anderen sagen, bei denen passt alles. Also bei mir steht auf jeden Fall alles grün und ich habe auch keine ausgelassenen Frames heute. Das sagt zumindest hier die Statistik. Okay. It's green. Cool. Hä? Aurores Wind, Leute. Ist sehr, sehr schön.
100% hebt er das Geld anderer Leute ab. Der hat noch dem Reset ja nie was eingezahlt und nimmt jedoch immer was mit. Würde auch erklären, warum er bei mir immer am Ende des Monats so wenig Geld drauf ist. Weil ich gebe auch nie was aus und das ist immer weg. 100k-Leitung, Lachs, geht sowas überhaupt? Ja, wenn dein Anbieter gerade irgendwie rumspackt, klar. Warum nicht? So, dann würde ich sagen, öffnen wir mal den Fisch. Also, füttern wir mal den Fisch. Und drehen das Rad.